Guten Abend und herzlich willkommen daheim vor dem Bildschirm oder wo auch immer, dass Sie uns zugeschaltet sind. Mit dem Thema von unserer heutigen Veranstaltung wollen wir der Frage nachgehen, wie Eltern und ihre Kinder ihre psychische Widerstandsfähigkeit können stärken. Das Thema ist sicherlich ein hochaktuelles Thema. Die Covid-Pandemie fordert uns alle. Gerade aber Familien sind zurzeit häufig besonders belastet und auch besonders gefordert. Mein Name ist Martin Hug. Ich leite den Sozialdienst von der UPK Basel und habe mitgeholfen, den Anlass zu organisieren. Für uns ist es nicht der erste Anlass, den wir nicht bei uns vor Ort durchführen können, sondern virtuell. Aber es ist der erste öffentliche Anlass, wo wir über Zoom gestalten. Und wir merken schon, kleine technische Hürden gilt es zu überwinden. Und wir hoffen, dass Sie uns aber alle verstehen und auch sehen. Nach dem Referat werden Frau Diana Michaelis von der Anlaufstelle für Angehörige von der Stiftung Rheinleben und ich abwechselnd ihre Fragen aus dem Chat uns allen vorlesen. Und die Referentin, Frau Stadler, wird auf Ihre Fragen eingehen und versuchen, sie bestmöglich zu beantworten. Ganz zum Schluss von der Veranstaltung wird Frau Michaelis Ihnen noch kurz etwas über die Koordination Angehörige, das ist die Gruppe, die heute den Anlass organisiert hat, und zur Anlaufstelle für Angehörige und Kinder psychisch erkrankter Menschen erzählen. Jetzt aber zu unserer Referentin. Frau Professor Christina Stadler ist klinische Professorin und leitende Psychologin an der Klinik für Kinder und Jugendliche von der UPK Basel, wo sie Tagesklinik dort leiten. Frau Stadler setzt sich in ihrer Arbeit im Bereich von Forschung und Versorgung mit Belastungen bei Kindern und Eltern auseinander und hat erst gerade kürzlich zum Thema Risikofaktoren und Belastungen durch die Covid-Pandemie publiziert. Zum Thema möchte ich nicht mehr vorwegnehmen, sondern gerade der Expertin, dir Christina, gerne das Wort übergeben. Danke Martin, vielen Dank für die Einleitung. Sieht denn jeder meinen Bildschirm jetzt? Ist der Selina, sieht man ihn? Okay, super, perfekt. Also ich begrüße alle, ich sehe hier ausschnittweise ein paar Eltern und vor allem auch Kinder, also auch die Kinder, die hier zuhören, sind ja auch mit die Experten. Ich grüße euch auch mal alle ganz herzlich, finde ich ja toll, dass ihr heute bei einem wissenschaftlichen Vortrag dabei seid. Also ihr dürft natürlich auch im Chat Fragen stellen, gell? Würde ich mich freuen, wenn da was kommt. Du hast mich schon vorgestellt und du hast auf dieses eine Buch hingewiesen, wo es jetzt schon die zweite Auflage mittlerweile gibt. Wir haben das im ersten Lockdown geschrieben. Charles Benoit hat das herausgegeben. Und ein Kapitel geht speziell um Kinder, wo ich mitgewirkt habe. Und in der Neuauflage hat die Susanne Wallitzer noch mitgemacht. Und wie gesagt, mein Forschungsschwerpunkt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so Emotionsregulation und Emotionserkennung, aber vor allem auch eben die Interventionsforschung. Also ich bin sehr daran so interessiert, Programme zu entwickeln und auch zu überprüfen, wie können wir denn und ganz unabhängig von Covid-19 Kindern und Jugendlichen helfen, um besser mit ihren Emotionen umzugehen, beispielsweise in der Pubertät. Und da haben wir beispielsweise eben dieses Start-Now-Programm entwickeln. Vielleicht kennen das einige. Das wird ja jetzt auch in Basel-Stadt in den Schulen angeboten. Ja, zum Thema. Ich möchte damit beginnen, dass natürlich Sie lesen das überall und mittlerweile sind ja auch schon mehrere Studien dazu veröffentlicht. Wie geht es eigentlich den Kindern und den Jugendlichen jetzt mittlerweile schon in der zweiten Welle von Covid-19? Und ja, das können ja vielleicht am Schluss sogar auch die Kinder nochmal sagen, wie es ihnen mit dieser Covid-Pandemie und vor allem mit den Beschränkungen geht. Und vielleicht haben sie selbst schon eben einige der Ergebnisse gelesen. Und was wir wissen, ist schon, dass von der Einschätzung ihres Wohlbefindens sich das verändert hat. Eindeutig in Richtung, es geht ihnen schlechter. Also die Lebensqualität hat abgenommen von Kindern und Jugendlichen. Bei dieser großen Studie, wo viele Jugendliche so im Alter von 7 bis 17 Jahren befragt worden sind, haben immerhin 40% gesagt, nein, mir geht es nicht mehr so gut. Jetzt in der Folge von Covid-19.
Und man hat es mit Daten verglichen, also mit einer Erhebung, die vor Covid-19 stattgefunden hat. Es gibt weitaus mehr psychische Auffälligkeiten. Ich glaube, der Bildschirm, den muss man irgendwie, vielleicht, dass man da aufpasst, der wechselt manchmal. Also vermehrt psychische Auffälligkeiten, das waren vor der Pandemie nur 18%, ist gestiegen auf 31%. Und zur ersten Zahl vor der Pandemie haben ungefähr nur 30% gesagt, dass sie nicht so zufrieden sind und sich nicht so wohlfühlen in ihrem Leben. Was so am meisten zugenommen hat, ist Depression und Angst. Das zeigen auch alle Studien. Das wird eigentlich am meisten genannt. Und ich glaube, alle, die hier jetzt bei dem Vortrag dabei sind, sie wissen, wie belastend die Einschränkungen durch Covid-19 waren. Hier nur ein Beispiel, sind ja die Schulschließungen gewesen. Und im ersten Lockdown waren 90% aller Schüler und Schülerinnen zeitweise davon betroffen. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann. Wir hatten wahrscheinlich niemals so eine Situation. Und es ist ja nicht nur so, dass die Schüler und Schülerinnen jetzt oder die in die Kita gehen, keinen Schulunterricht mehr bekommen, keine Bildung mehr bekommen. Schule ist ja viel mehr und Kitas sind viel mehr. Das ist der Ort, wo sich die Kinder und Jugendlichen treffen, wo sie ihre Freunde sehen, wo sie einfach Spaß haben, wo aber auch durch die Mittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung von warmen Mahlzeiten Betreuung angeboten wird. Das fällt alles weg. Also es ist eine sehr, sehr große Belastung, worunter natürlich die Kinder und Jugendlichen sehr leiden. Und nicht alle können gleichermaßen gut mit dieser Situation natürlich umgehen. Auf einmal muss man Schulunterricht zu Hause anbieten, ist für die Kinder nicht einfach, aber auch für die Eltern natürlich. Genau, also bei dem Bild waren wir angekommen, diese Verbindung zwischen Homeoffice und gleichzeitig die Betreuung von den Kindern. Und es mag vielleicht noch einigermaßen klappen in einer Familie, die vielleicht auch noch einen Garten hat, wo man sich ein bisschen aufteilen kann. Aber in Familien, wo vielleicht eine 3 oder 4 Zimmer mit 4 Kindern nur da ist, wo die Kinder noch in unterschiedlichen Schulstufen sind, ist es eigentlich kaum zu bewältigen. Und ich habe da unten noch einen Satz hingeschrieben, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Das ist ein Sprichwort und ich finde, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Dieses Dorf haben wir nicht mehr. Auf einmal sind die Kinder in dieser kleinen Zelle, Familie. Die Großeltern sind weggefallen, die ja auch bei der Betreuung oft noch unterstützend dabei waren. Und man ist so zurückgeworfen auf wirklich eine ganz, ganz kleine Einheit. Und darunter leiden die Kinder und darunter leiden natürlich auch die Eltern. Und es ist vor allem für diejenigen schwer, das zeigen auch die Studien, wo die Familien eben nicht über solche Ressourcen verfügen, wie Zimmer zur Verfügung zu haben, einen Garten zu haben, sich keine Sorgen machen zu müssen über das Einkommen, wie geht es eigentlich weiter, also die finanziell auch besser gestellt sind. Diejenigen, die diese Ressourcen nicht haben und Familien mit einem Migrationshintergrund, die kommen weitaus schlechter durch die Pandemie und durch die Krise. Also da geht die Schere, muss man sagen, schon ziemlich auseinander. Und oft haben auch diese Familien auch gar nicht so oder die Kinder nicht die Voraussetzung, die technischen Möglichkeiten für Homeschooling beispielsweise. Also all das macht ziemlich deutlich, dass die Schere eben einfach auseinandergeht und manche viel mehr noch unter dieser Krise leiden. Ich wollte auch kurz darauf eingehen, was macht dieser Stress eigentlich? Also das muss ich nicht sagen, dass Covid-19 natürlich Stress macht und unser Körper reagiert mit Stress eigentlich immer ziemlich ähnlich. Das hat nichts mit Covid-19 zu tun. Und wenn wir Stress ausgesetzt sind, dann bereitet sich unser Körper so vor, dass wir ziemlich möglichst gut mit dem Stress umgehen können. Es war schon so bei unseren Vorfahren, die vielleicht einen Tiger, einen Löwen, ein wildes Tier gesehen haben. Auch dann ist unser Stresssystem angesprungen. Aber das, was in unserem Körper passiert, ist auch bei der Bedrohung durch Covid-19 genau das Gleiche. In unserem Körper passiert genau das Gleiche. Und zwar ist es eigentlich die beste Vorbereitung, um mit Stress umzugehen. Also manches wird runtergefahren,
Anderes wird hochgefahren, beispielsweise die Muskulatur, die Durchblutung in den unsere Gliedmaßen, damit wir eben möglichst schnell weglaufen können oder auch kämpfen können. So bereitet sich eben der Körper einfach vor und es ist ein Anpassungsprozess. Das ist wunderbar. Und das ist natürlich auch passiert bei allen Menschen, die gestresst sind, jetzt durch die Covid-19-Belastung. Problematisch wird es dann, wenn unser körperliches Stresssystem viel zu lang unter dieser Befeuerung ist. Also wenn das Stresssystem zu lange ausgelenkt ist. Weil was dann zum Beispiel passiert ist, dass das Immunsystem runterfährt, dass wir mehr gereizt sind, mehr gestresst sind, dass wir nicht mehr so gut schlafen. Also dann kommt eben einfach aus dem Gleichgewicht. Also zu viel Stress macht krank. Und das ist sicherlich ein Faktor, den wir jetzt berücksichtigen müssen, weil wir haben Covid-19 mittlerweile seit einem Jahr. Also letzten Freitag haben wir ja auch dran gedacht, an den ersten Erkrankte, die erste Erkrankte oder den ersten Todesfall in der Schweiz. Und ein Jahr ist kein kurzer Stress, sondern das ist sozusagen schon ein chronischer Stress. Und das macht es natürlich so schwierig. Aber was wir auch wissen, ist, dass manche Menschen auch mit chronischer Belastung besser umgehen als andere. Manche stecken das besser weg. Und manche werden eben doch ziemlich schnell ziemlich krank. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Resilienzforschung ansetzt, weil die Resilienzforscher stellen sich nämlich genau diese Frage. Stress und Krisen führen nicht bei allen Menschen langfristig zu Problemen. Manche werden krank und manche bleiben gesund. Deshalb ist eben genau dieser Begriff der Resilienz, Menschen, die eine gute Anpassungsfähigkeit haben, vielleicht sogar bei so einer langen Stressbelastung, das sind eben resiliente Menschen, die haben eine bessere, hohe Widerstandskraft gegen Stress. Und interessant ist, diese Resilienzforschung, die hat ihren Anfang in den 70er Jahren gehabt. Die Amy Werner hat auf Hawaii Familien untersucht, die in extrem ungünstigen, schlechten Familien groß geworden sind. Alleinerziehende Familien, ganz arme Familien, also Kinder, die Misshandlungen, Gewalt erlebt haben, also in wirklich Hochrisikofamilien. Und die Amy Werner hat diese Familien 32 Jahre lang begleitet. Und was sie festgestellt hat, ein Drittel von diesen Kindern haben sich vollkommen gesund entwickelt. Die waren resilient. Und da ist dann, hat sich die Resilienzforscher haben sich die Frage gestellt, was sind denn das jetzt für Kinder, die trotz dieser hohen Belastung einfach gesund geblieben sind? Und so als Klinikerin und Psychologin und Therapeutin sehe ich das ja auch. Es werden auch Kinder, die wirklich auch dramatische Erfahrungen in unserer jetzigen Zeit haben, hier in der Schweiz, werden nicht alle krank, kommen jetzt auch nicht alle in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Teil bleibt einfach gesund. Und das ist die spannende Frage und jetzt hat sich die Resilienzforschung ja auch die Frage gestellt, was sind denn Schutzfaktoren und welche Resilienzfaktoren kann man denn stärken, um diese Widerstandsfähigkeit zu steigern und zu vergrößern. Und mittlerweile beschäftigen sich Resilienzforscher auch mit biologischen Fragestellungen und man weiß, dass resiliente Menschen eine viel bessere Verschaltung und Verknüpfung im Gehirn haben. Also es gibt sogar biologische Parameter für die Resilienz. Und das ist natürlich jetzt für heute und für unseren heutigen Vortrag, glaube ich, die wichtigste Frage. Was zeichnet widerstandsfähige Menschen aus? Was sind denn die Resilienzfaktoren? Und wie können wir die steigern? Also die meisten Resilienzforscher gehen so von 7 Resilienzfaktoren aus. Ich habe das jetzt mal hier so zusammengefasst. Ein wichtigster Resilienzfaktor ist Optimismus. Also Menschen, die innerhalb oder in einer Krise auch optimistisch bleiben können und denen es gelingt, eine positive Bewertung oder positive Gedanken auch zu haben, sind diejenigen, die resilienter sind. Die eine Krise, Schwierigkeiten, Herausforderungen akzeptieren können, die sie annehmen können. Die eine gute Stress- und Emotionsregulation haben. Die die Zukunft nicht aus den Augen verlieren, obwohl sie eine Krise haben, sagen sie, ich will trotzdem schauen, wie geht es denn weiter in mein Leben? Wie komme ich zu dem, was ich will? Denken Sie an jemanden, der eine Krankheit hat, einen Unfall hat und auf einmal gehbehindert ist.
Ein Teil der Menschen gibt auf und sagt, ich kann jetzt alles vergessen. Wenn ich nicht mehr gehen kann, will ich auch nicht mehr leben. Und andere sagen, gut, ich kann zwar nicht mehr gehen, aber ich gebe das Steuer für mein Leben nicht aus der Hand. Ich will noch aus meinem Leben etwas machen. Die denken weiter an die Zukunft und versuchen, ja, ihre Werte vielleicht zu ändern und das, was ihnen wichtig ist, aber trotzdem ein bisschen on track zu bleiben. Resiliente Menschen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie natürlich wissen, wie sie zu ihrem Ziel kommen. Also sie haben eine gute Problemlösekompetenzen. Also sie können ein Problem angehen, sie können einen Plan machen. Und auch, das hat die Amy Werner schon herausgefunden in ihrer Studie in Hawaii, die Kinder, die gesund geblieben waren, die hatten zumindest einen Freund, Familienangehöriger, der sozial kompetent war. Also Freunde sind ein unglaublicher Schutzfaktor. Eingebettet sein in ein soziales Netzwerk, wo man dann auch, wenn man in einer Krise ist, einen Freund anrufen kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Resilienzfaktor. Und Selbstwirksamkeit ist auch noch ein Faktor, der also, dass ich davon überzeugt bin, ich kann eine Krise auch bewältigen. Das sind also die 7 Resilienzfaktoren. Und jetzt wollen wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, okay, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun, um diese verschiedenen Faktoren vielleicht auch zu stärken. Das machen wir ja auch in unseren Resilienztrainings, mache ich auch mit meinen Patientinnen und Patienten. Ja, ich gehe mal zu dieser Folie. Also ein positiver Bewertungsstil ist der erste Resilienzfaktor. Wie bewerte ich eine Situation? Ich habe da unten ein chinesisches Schriftzeichen. Das chinesische Schriftzeichen heißt Krise. Und vielleicht wissen das einige von Ihnen auch. Das hat 2 Zeichen. Das eine Zeichen heißt Krise, also heißt Gefahr. Und das andere Zeichen heißt Chance. Also die Chinesen bezeichnen eben eine Krise sowohl als Gefahr, aber eben auch als Chance. Man kann sagen, okay, das Glas ist halb leer. Oder ich kann sagen, das Glas ist halb voll. Also wie bewerte ich eben auch die Situation? Wie ist mein Blickwinkel auf die jeweilige Situation? Also kann ich die Krise vielleicht auch als eine Möglichkeit sehen, ja, vielleicht eine neue Ausrichtung zu machen oder auch mal neue Wege auszuprobieren. Ich glaube, Covid-19 hat uns alle irgendwie zurückgeworfen, wo wir nochmal überlegt haben, wo stehe ich denn jetzt eigentlich in meinem Leben? Ich war so vielleicht so in so einem Hamsterrad drinnen und viele haben dann nochmal überlegt, ist dieses Hamsterrad, wo ich mich da gerade so bewege, auch das Richtige? Und also ich muss selber sagen, ich habe auch einiges so hinterfragt und muss ich jeden Termin wahrnehmen, muss ich da noch hin und dorthin? Manche waren auch zufrieden, vielleicht auch nicht mehr so viel machen zu müssen. Also man kann ein bisschen ausscheren, man kann nochmal innehalten, sein Leben überprüfen und sich vielleicht auch sogar die Frage stellen, gibt es vielleicht sogar eine positive Seite? Ich muss in der Früh nicht mehr um 7:30 mich in einen vollgetränkten Bus setzen, sondern kann bis 7:55 schlafen, dann schlage ich meinen Laptop auf und bin in der ersten Sitzung. Leute, die das schaffen, die auch das Positive sehen können, das sind eben diejenigen, die resilienter sind. Es geht nicht darum, dass die ganze Welt auf einmal blau ist, sondern nur, dass man eben eine Sicht auf die Dinge hat, wo man auch das Positive sehen kann. Ich mache jetzt mal, nein, das ist zu hell. Wo man eben auch das Positive sehen kann. Ich habe hier noch ein Bild, was ja der andere Resilienzfaktor ist. Wenn ich die Sinnhaftigkeit darin sehe, erleichtert mir das auch, gesund zu bleiben. Vielleicht haben viele jetzt auch innerhalb der Covid-19-Pandemie gesehen, zum ersten Mal wahrgenommen, der Himmel ist blau. Da sind keine Kondensstreifen mehr von lauter Flugzeugen. Es ist auf einmal leiser geworden. Man hat in Venedig wieder die Delfine in der Stadt gesehen. Vielleicht macht das Ganze auch einen Sinn, zu überlegen, wie behandeln wir denn unsere Welt weiter. Also Covid-19, glaube ich, hat uns allen auch vor Augen geführt, wo sind die Grenzen von unserem Leben, wie wir auch mit der Welt ein Stück weit umgehen. Und wenn wir achtsam mit unserer Welt umgehen und auch eine gesunde Welt unseren Kindern geben wollen, kann uns das ja auch zu einer Umorientierung führen, Klima wieder mehr in den Fokus zu bringen und so weiter. Menschen, die das können,
einen Sinn in dieser Krise sehen, die sind resilienter. Mit diesem positiven Bewertungsstil meine ich aber teilweise auch, wo richten wir unsere Aufmerksamkeit hin, auch wenn wir beispielsweise die Medien aufschlagen. Ich glaube, wenn wir die Medien so aufschlagen, dann sind die häufig durch sehr viel negative Informationen geprägt. Und das macht uns ja auch teilweise kirre und ist unglaublich anstrengend. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in The Atlantic. Das ist eine Zeitung von Boston, in Boston rausgegeben. Dort hat eine Professorin einen Artikel geschrieben. Und sie hat gesagt, wir müssen fähig sein, positive Nachrichten auch ein Stück weit zu feiern und gleichzeitig die Arbeit sehen, die noch vor uns liegt. Es geht also nicht darum, dass wir das nicht sehen. Wir haben wahnsinnig viel zu tun und muss wahnsinnig viel entschieden werden. Aber die Berichterstattung, würde ich sagen, ist teilweise auch einseitig. Ich gebe Ihnen, oder halt, ja, ein bisschen schräg. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als die Polio-Impfung endlich durch war und die Kinder geimpft worden sind, haben die Leute gefeiert. Ja? Die Glocken haben geläutet, die Leute sind auf die Straße gegangen und haben getanzt und gefeiert. Obwohl da der Impfschutz nur bei 60%, also nur bei 60-90% lag, also wirklich nicht besonders hoch, haben die Leute dieses Ereignis sehr gefeiert. Wenn Sie bei uns die Nachrichten aufschlagen, und ich habe ein Beispiel dabei von The New York Times, da ist hier auf der rechten Seite nur in zwei Spalten eine kleine Nachricht, dass ein anderer Impfstoff scheint wirksam gegen den Virus zu sein. Also erst einmal wirklich nur zwei Spalten und auch nicht positiv konnotiert, weil das ist eine wissenschaftliche Studie, die bei durchgeführt wird, der Wirkstoff ist sicher, aber man ist sehr zurückhaltend, wirklich etwas Positives eben auch zu benennen. Und auch jetzt natürlich wieder viel Diskussion, bei Mutationen ist der Impfstoff nicht wirksam. Das wissen wir noch gar nicht. Erstmal ist erwiesen, dass ein Impfstoff natürlich wirksam ist. Und sie schreibt hier auch noch, Pessimismus raubt den Menschen die Energie, um durch den Rest der Pandemie zu kommen. Man müsse stattdessen die Menschen ermutigen, von ihrem Ende zu träumen. Das ist auch deswegen wichtig, weil wenn unser Stresssystem andauernd befeuert wird und wir gar nicht da aus dieser Spirale rauskommen, wird man ja eher krank. Also wir brauchen auch diese Pausen und auch die Zuversicht, dass das Ganze auch mal wieder ein Ende hat. Weil Hilflosigkeit, sich ausgeliefert fühlen, ist der größte Risikofaktor, dass wir eben auch psychisch krank werden. Also Hilflosigkeit ist hier ein Risikofaktor. Und Zuversicht ist ein Schutzfaktor oder Hoffnung ist ein Schutzfaktor. Und deswegen, wenn Sie selbst zu den Menschen gehören, die Sie auch wirklich eher sorgenvoll sind, was ja auch berechtigt auch ist, sorgenvoll zu sein, wäre schon auch wirklich eine Strategie, setzen Sie sich auch ein Limit, wann Sie Informationen auch lesen oder wann Sie sich damit beschäftigen. In der ersten Welle war es ja teilweise so, dass ich in der Früh das Erste, was ich gemacht habe, am Handy über Covid-19 was gelesen habe und das Letzte, bevor ich ins Bett gegangen bin, auch wieder Informationen darüber gelesen habe. Und das kann Stress machen. Also deswegen kann es eine sinnvolle Strategie sein, dass man sich Zeitfenster setzt, wo man dieses Thema auch ausklammert. Ja. Das betrifft die Medien. Aber es ist auch so, dass natürlich, und das ist wiederum unabhängig von Covid-19, dass wir Menschen, die psychisch belastet sind, oft im Kopf sehr, sehr, sehr viele negative Gedanken haben und man gar nicht mehr so rauskommt aus dieser Spirale. Man wacht in der Nacht auf und dann geht das Gedankenkarussell wieder los. Am Tag ist es so, man kann gar keinen Abstand mehr zu den negativen Gedanken nehmen. Und das kann sehr, sehr, sehr belastend sein. Und Gedanken gehören, also ich habe mal eine Studie gelesen, wo beschrieben worden ist, dass wir am Tag 70.000 Gedanken haben. Wir haben so viele Gedanken, natürlich sind da auch sehr viele negative dabei. Und ein Stück weit ist es gut zu lernen,
Abstand von diesen negativen Gedanken zu nehmen. Und ein Tipp oder eine Möglichkeit für Sie wäre auch, dass Sie sich wirklich, wenn Sie dazu neigen, dass man da in diese Spirale oft reinkommt, dass man sich beispielsweise so ein Zeitfenster nimmt, dass man sagt, okay, jetzt kommen wieder diese negativen Gedanken, ich kenne das schon. Meine Zeit für mein negatives Gedankenfenster ist heute Nachmittag um 17 Uhr. Und wenn Sie sich das ein bisschen aufsparen, dann tun Sie es, man kann nicht sagen, ich denke nicht mehr daran. Wenn Sie sich sagen, ich denke an keinen blauen Elefanten mehr, werden Sie jetzt die ganze Zeit an blauen Elefanten denken. Aber zu sagen, okay, ich nehme mir Zeit später dafür, kann das eine Strategie sein, die hilfreich ist. Und dann, wenn Sie sich dann um 17 Uhr hinsetzen und sagen, so, jetzt beschäftige ich mich mit Corona und mit meinen negativen Gedanken, dann ist oft das gar nicht mehr so intensiv wie in der Zeit, wo Sie da vielleicht so gefangen waren. Also Abstand von negativen Gedanken ist etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich mache mal da das Licht an, das vielleicht doch mich noch ein bisschen sehen. Und wenn Sie in so einer Spirale drinnen sind und sehr belastet sind, kann es auch hilfreich sein, dass Sie daran denken, was Sie schon alles geschafft haben und welche anderen Krisen Sie schon erfolgreich bewältigt haben. Ich glaube, hier sitzen viele Eltern, hier sitzen viele, die anstrengende, herausfordernde Berufe haben. Und gerade wenn Sie Eltern sind, was haben Sie schon alles gemeistert, Kindern großgezogen, schlaflose Nächte durchlebt? Es kann hilfreich sein, sich daran zu erinnern, was man wirklich schon alles in seinem Leben bewältigt hat. Dass man ein bisschen eben auch aus dieser negativen Gedankenspirale auch wieder herauskommt. Ja, hier ist jetzt abgebildet der nächste Resilienzfaktor, das heißt Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet, unveränderbare Situationen akzeptieren können. Und vielleicht auch das Beste aus der Situation machen zu können. Wenn Sie dagegen ankämpfen, kostet es unglaublich viel Energie. Ich kenne Eltern, die schimpfen unglaublich oder Menschen, die sagen, die blöden Masken, ich will das nicht, das schädigt doch. Und auf der anderen Seite gibt es die Vorgabe, Masken müssen getragen werden. Sie sind sinnvoll, sie sind ja auch sinnvoll. Aber wenn man dagegen kämpft und damit hadert, dann kostet es eben sehr, sehr viel Energie. Wenn Sie aber das Beste draus machen, wie es so auf diesem Bild abgebildet ist, tun Sie sich, aber auch Ihren Kindern natürlich einen Gefallen. Wie das jetzt hier in dem Bild ist, so eine lustige Maske mit so einem Tiergesicht, hilft, erleichtert es den Kindern des Ungemeindes auch anzunehmen. Ja, und natürlich ist es wichtig, dem Kind das natürlich auch gut zu erklären und auch zu vermitteln, ich kann was tun. Also auch wenn ich natürlich verunsichert bin. Die Kinder haben solche Antennen, die merken sofort, wenn sie unsicher sind. Und ich würde Ihnen raten, man kann das nicht verstecken. Also wenn Sie denken, okay, ich muss meinen Kindern, darf denen das nicht zeigen, dass ich ängstlich bin, das wird nicht funktionieren, weil die Kinder eben meistens sehr, sehr gute Antennen haben. Aber zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation, manches weiß ich auch nicht, aber wir können auch was tun. Wir können Masken tragen, wir können uns die Hände waschen. Dann vermitteln Sie auch Sicherheit, dass man trotz einer Krise und auch trotz negativen Gefühle wie Verunsicherung oder auch Angst handlungsfähig bleibt. Weil wirklich eher ungünstig ist, wenn man sich eben hilflos fühlt. Aber auch unangenehme Gefühle gehören einfach auch mal zum Leben dazu und auch die Verunsicherung. Schwierig wird es mir nur dann, wenn ich wie gelähmt bin und eben nichts mehr machen kann. Und Kinder brauchen eben auch, aber auch nicht nur die Kinder, sondern auch wir brauchen einfach auch Sicherheit und Orientierung. Was können wir denn in so einer Krise machen? Wir müssen irgendwie handlungsfähig bleiben. Wir brauchen sowas wie ein Gefühl, ich habe auch noch Kontrolle über die Situation, ich bin nicht total ausgeliefert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der eine große Rolle spielt. Und dazu muss man ein Stück weit eben einfach auch die Situation akzeptieren, wie sie ist. Zur Akzeptanz gehört also auch dazu, dass ich meine eigenen Gefühle, so wie sie eben sind, wie sie kommen, ein Stück weit auch akzeptiere und eben nicht dagegen ankämpfe. Das ist jetzt ein Bild aus unserem Start Now-Manual, weil wir da genau auch mit den Jugendlichen beispielsweise auch das besprechen. Gefühle sind ja manchmal wie so ein Tsunami. Man glaubt, ich kann überhaupt nichts dagegen setzen. Ich habe so viel Angst, es wird mich überwältigen. Ich mache mir so viel Sorgen über Covid, ich weiß nicht, was passieren wird, werde ich krank. Viele Ängste sind ja auch berechtigt.
Aber man soll sich eben nicht wie von der Tsunami-Rolle davon überrollen lassen. Und was wir in unserem Resilienztraining oder andere Resilienztraining dann eben auch versuchen, ist das, was hier in diesem Satz beschrieben ist: Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen. Man meint damit, Emotionen kommen. Emotionen können auch hohe Wellen sein. Ich kann die Wellen nicht verhindern, aber ich kann lernen, auf diesen Emotionswellen zu surfen und einen besseren Umgang hier zu finden. Und eine Möglichkeit ist eben, sich dann auch, wenn diese Emotionen kommen, wenn die Angst eben plötzlich da ist, man kann das ja nicht einfach verhindern, aber was hilft, ist, sich im Hier und Jetzt zu verankern. Und natürlich hilft hier sowas wie Achtsamkeit oder Meditation. Sie müssen deswegen nicht jetzt in einen Retreat gehen oder in ein Kloster gehen. Das sind meistens ganz, ganz kleine Übungen. Man kann sich allein durch ein ruhiges Atmen, durch Zählen wieder ins Hier und Jetzt verankern. Dadurch, dass ich was wahrnehme über das Fühlen, sind lauter Möglichkeiten, dass ich wieder den Boden unter den Füßen ein bisschen besser spüre. Sozusagen, wenn ich einfach wahrnehme, ich sitze jetzt auf dem Stuhl und mich ein bisschen auf meine Sinne fokussiere, dann kann mich das erden und hilft mir, mich zu verankern. Und ich kann Ihnen manche Apps empfehlen. Headspace ist eine sehr, sehr schöne App beispielsweise, wo Sie solche ganz kleinen Übungen auch im Alltag einbauen können. Und auch wenn jetzt hier jemand im Publikum sagt, also mit 80 Achtsamkeit brauchen Sie mir gar nicht kommen, das finde ich einen totalen Quatsch, das kann ich nicht, das will ich nicht. Muss es auch nicht unbedingt das sein, wenn Sie eine Generation zurückgehen und sich mal so angucken, wie haben denn unsere Großeltern manche Sachen gemacht, und eigentlich waren Großeltern, also meine Oma, auch noch so eine Meisterin der Achtsamkeit. Wenn ich so Bilder vor mir habe, wie die Johannisbeeren gepflückt hat oder Marmelade eingekocht hat, dann hat sie etwas sehr, sehr achtsam gemacht. Das heißt, sie war sehr absorbiert von ihrer Tätigkeit und hat dadurch immer sehr ruhig und sehr ausgeglichen gewirkt. Und das ist eigentlich Achtsamkeit. Also wenn Sie auch das schaffen, sich durch solche Tätigkeiten zu verankern, kann Ihnen das auch gelingen, ein bisschen so im Hier und Jetzt zu sein und mit starken Emotionen umzugehen. Ganz ruhig und ganz entspannt eine Tasse Tee trinken und einfach auf den Geschmack achten. Das kann dazu beitragen, dass man sich eben auch erdet. Was auch sein kann, zum Beispiel auch spielen. Einfach spielen mit den Kindern und alles andere links und rechts bei der Seite lassen und sich nur darauf zu konzentrieren, was mache ich jetzt hier, wenn ich zeichne, wenn ich eine Lego-Burg baue, kann man auch absorbiert sein und können sie auch ihre Achtsamkeit trainieren. Und durch das Trainieren der Achtsamkeit, das wird ihnen helfen, auch schwierige Gefühle eben besser zu akzeptieren. Und was noch wichtig ist, wir hatten das angesprochen am Anfang bei der Übersicht, resiliente Menschen haben eben eine gute Stress- und Emotionsregulation. Weil manchmal kann so eine Krise so stark sein, dass es wirklich vielleicht sehr, sehr schwierig wird. Und dann empfehle ich immer, dass wenn auf der einen Seite die Belastung sehr, sehr groß ist, also die eine Waagschale wirklich voll ist mit ganz vielen negativen Sachen, müssen Sie auf die andere Waagschale einfach auch was Positives reinlegen. Tun Sie sich etwas Gutes, also positive Erfahrungen, positive Tätigkeiten im Alltag einbauen, sind auch hilfreich, um Stress zu reduzieren. Das haben Wissenschaftler untersucht, 2013, Creswell hat eine Studie gemacht, da wurden Probanden eingeladen und die haben einen Stresstest durchführen müssen und zwischendurch wurden denen schöne Bilder gezeigt. Und die Stressantwort gemessen wurde, das Cortisol, fiel viel geringer aus bei denen, die zwischendrin so kurze, positive, kleine Events hatten. Also wenn Sie wollen, dass Ihre Stressantwort im Körper runtergeht, bauen Sie einfach etwas Gutes ein, was Sie machen können. Das muss nicht mal, das zeigt auch die Stressforschung, nicht mal auch eine Tätigkeit sein, auch wenn Sie an etwas Schönes denken, sich an etwas Schönes erinnern, dann geht der Stress im Körper signifikant auch runter. Ganz kleine Tipps zum Beispiel, sammeln Sie schöne Sachen. Also man muss sich das ja ein bisschen vornehmen. Wenn ich das versuche, dass Eltern das bei mir in der Elterngruppe machen, dann vergessen die das häufig, weil mein Tag so viel los ist und weil so viel Stress ist.
Schöne Dinge sammeln heißt, ich habe mal jemand empfohlen, nehmen Sie Ihr Handy und versuchen Sie pro Tag 3 schöne Sachen aufzunehmen. Na, dann haben Sie so eine kleine Galerie von schönen Erlebnissen. Und da entsteht beispielsweise ein wunderschönes Fotoalbum von schönen kleinen Momenten des Alltags. Manche machen auch am Abend so ein Positivtagebuch, wo sie sich an 3 schöne Dinge erinnern. Und damit schaffen sie so ein bisschen die Balance herzustellen, also wieder die Waage zu halten. Das sind lauter kleine Sachen, die man einbauen kann in dem Alltag, um eben auch positive Gefühle herzustellen, was in stressigen Zeiten extrem wichtig ist. Ja, Zukunftsorientierung war auch ein ganz, ganz wichtiger Resilienzfaktor. Das heißt, auch wenn ich was Schlimmes erlebe oder etwas Schlimmes erlebt habe, das kann wirklich ein schweres Schicksal sein, eine Krankheit, Trennung, Verlust, gebe ich auf? Bin ich nur noch auf der Zuschauerbühne oder will ich noch in meinem Leben mitspielen, meinen Film selber schreiben oder das Steuer eben nicht aus der Hand geben? Das meint man damit. Also aktiv sein, statt wirklich in der Passivität zu verharren und auch ein bisschen letztendlich die Opferrolle zu verlassen und die Haltung zu haben, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Das ist häufig so, dass ich schon auch in meiner klinischen Arbeit so höre, ich habe so ein Unglück in meinem Leben gehabt. Das stimmt. Ich habe viele Kinder, die auch Schlimmes erfahren haben, die keine guten Voraussetzungen haben. Aber mit dieser Haltung, ich habe so viel Schlimmes erlebt. Ich hatte schlimme Eltern, bin unter schlimmen Bedingungen aufgewachsen. Ich kann diese Haltung haben oder ich kann sagen, ja, mir ist es passiert, aber ich bin trotzdem dafür verantwortlich, was ich jetzt aus meinem Leben mache. Also diese Einstellung ist eben sehr, sehr hilfreich. Und auch die Frage, wie erreiche ich trotz dem Schicksalsschlag, trotz den ungünstigen Bedingungen oder trotz der Krise das und kann ich das erreichen, was mir in meinem Leben wichtig ist. Und ich glaube, gerade jetzt mit Covid-19, das sind so viele Barrieren und so viele Beschränkungen, natürlich auch für die Jugendlichen, die jetzt nicht nach der Matura ins Ausland gehen können ein Jahr, die einen ganz anderen Studienbeginn haben. Ich weiß das von den Studierenden. Das ist natürlich alles belastend und nicht lustig. Aber Menschen, die Umwege in Kauf nehmen und damit sagen, okay, ich kann das vielleicht jetzt nicht machen, aber vielleicht komme ich durch Umwege oder eben auch später zu meinem Ziel, mit so einer Einstellung, kommen sie eben besser auch durch die Krise. Franz Kafka hat gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und dazu gehören eben auch manchmal eben Umwege. Oder noch auch Bertolt Brecht, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Also da bereit zu sein, ich mache weiter, obwohl jetzt natürlich die Bedingungen, die jetzt vielleicht mit Covid sind, für viele eben auch nicht günstig sind. Aber trotzdem dran zu bleiben und weiter zu verfolgen, was einem wichtig ist oder das auch anpassen zu können, das ist ein ganz wichtiger Faktor von Resilienz. Ich hatte es auch schon gesagt, Selbstwirksamkeit ist etwas ganz Zentrales. Im Moment sind so viele Hindernisse, die uns allen sprichwörtlich im Weg stehen, im Weg liegen. Und wenn man es irgendwie hinbekommt, dass man das vielleicht sogar nützt, manche Menschen sagen, ich kann nicht verlieren, ich kann in Krisen, verlieren tue ich nicht, ich kann immer noch lernen, es wird mich irgendwie weiterbringen, weil sie dann natürlich ja auch Kompetenzen aufbauen müssen, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Und wenn man sich eben kompetent fühlt, diesen Herausforderungen zu begegnen, dann ist das ein Schutzfaktor. Was hier hilfreich sein kann, sind positive Affirmationen, das heißt, dass man sich selbst auch Mut zusprechen können. Mein Sohn, der hatte immer, wenn er einen Test in der Schule geschrieben hat, war der immer ein bisschen ängstlich. Und ich habe das immer gemerkt, am Morgen schon, und ich habe dann immer mit dem Satz verabschiedet, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Und das war eigentlich so unser Leitspruch, den wir immer gesagt haben. Und als ich dann relativ spät nochmal eine wirklich schwierige Prüfung machen musste, hat er mir dann gesagt, war er dann schon ganz junger Erwachsener, hat er dann zu mir gesagt, Mama, du schaffst das schon. Und das sind so Leitsätze, die einem auch Kraft geben können, die oft tradiert werden in der Familie. Aber sie können auch lernen, alte Leitsätze abzulegen und sich neue aufzubauen und sich die selber sagen, diese Sätze, die können wirklich auch Kraft, einem Kraft geben, schreiben sie sich auf,
hängen Sie sich die irgendwo hin, sagen Sie solche Sätze Ihren Kindern. Das sind Sätze, die ihm auch Kraft geben. Selbstwirksamkeit können Sie fördern bei Ihren Kindern. Das ist ganz wichtig. Ein kleines Kind, was mit 1,5 Jahren hinfällt, das nehmen Sie natürlich auf den Arm und stellen Sie selbst wieder auf die Beine. Wenn ein Kind ein bisschen größer ist, dann helfen Sie ihm aufzustehen. Ein 7-jähriges Kind kann selber wieder aufstehen. Sie müssen also auch die Autonomie fördern der Kinder, dass Kinder überhaupt sowas erleben wie Selbstwirksamkeit. Ich kann es selber schaffen. Ich bin stark genug, irgendwie ein Problem auch selber in den Griff zu kriegen. Das ist wichtig, um Selbstwirksamkeit aufzubauen. Und Sie können dann die Kinder und Ihren Jugendlichen loben, wenn er das eben auch geschafft hat. Wir wissen aus der Stressforschung auch, dass Kinder, die nie Probleme selbst bewältigt haben, denen ihre Eltern alles abgenommen haben, die keinen Stress hatten, dass die später eben keine gute Stressresilienz haben. Also fördern Sie die Autonomie, fördern Sie die Kinder, dass sie Probleme selber lösen. Alles wichtig zur Steigerung der Selbstwirksamkeit. Und das ist für mich so ein schönes Bild, was diese Resilienz, was wir alles bei unseren Kindern wollen, dass Kinder eben die Erfahrung machen, dass sie können aus einer Krise, aus einem Problem neue Kraft tanken und mit einer Stärke und Stressresistenz oder Stressresilienz auch ein Stück weit eben auch gewinnen, sozusagen. Das gilt natürlich genauso für Sie. Man wird, wenn man eine Krise geschafft hat, ist man nachher stärker als vorher. Ja, ich hatte auch gesagt, dass das soziale Netzwerk so extrem wichtig ist und soziale Kontakte, das ist kein Luxus, sondern soziale Kontakte sind für uns Menschen eine Notwendigkeit. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren, das zeigt die Forschung für psychische Gesundheit. Genauso wie ich sagen kann, dass Rauchen sicherlich absolut nachgewiesenermaßen ein Risikofaktor ist, dass man krank werden kann, sind gute soziale Kontakte ein ganz gut abgesicherter Schutzfaktor, dass man psychisch stark und gesund bleibt, wenn eine Krise kommt. Und das ist natürlich jetzt, gerade mit Covid-19, extrem schwierig. Wir sind isoliert, wir haben die Kontakte nicht. Man muss teilweise zu Hause bleiben, man muss in Quarantäne zu Hause sein. Und es ist sehr, sehr wichtig, da auch kreativ zu sein und Alternativen zu suchen. Ich kann mir noch vorstellen, aber das würde mich mal interessieren, was die Kinder und Jugendlichen sagen, die heute dabei sind, dass das denen oft ganz gut gelingt, also den älteren, also den Jugendlichen, vielleicht den Kindern nicht so, die chatten und haben ihre sozialen Netzwerke im Kontakt zu bleiben. Bei den kleinen Kindern, glaube ich, ist es viel, viel schwieriger. Und die sind natürlich dann viel mehr genervt, wenn man nicht raus kann. Weil gerade wenn es zu Hause schwierig ist, man gestresst ist, Homeoffice, dann kann ja natürlich, dass man auch den Dampf ein bisschen ablassen, wenn man rausgehen kann, wenn man andere trifft. Das fällt ja alles weg. Ja, aber es gibt auf der anderen Seite auch Möglichkeiten im Netz, vielleicht auch da andere Angebote eben auch zu nutzen. Anderer Resilienzfaktor, also Leute, die gute Lösungen finden können und Pläne machen können, die kommen auch besser durch die Krise. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der bei Covid-19 auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn man im Homeoffice zu Hause ist, 5-köpfige Familie, kleine Wohnung, wie komme ich denn da in meinem Familienalltag einigermaßen zurecht, ohne dass wir uns alle irgendwann mal Ende des Tages anbrüllen und sauer aufeinander sind. Also die Strukturierung des Tages, einen Plan zu machen, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein und bleibt auch für die Kinder natürlich auch wichtig, nicht mit dem Homeschooling am Nachmittag anzufangen, als ein kleines Beispiel. Wichtig, glaube ich, ist auch schon, dass man Zeiten einplant, wo es eine Familienzeit gibt, wo es Zeit zum Lernen, zum Arbeiten gibt. Aber wo es auch, würde ich allen Eltern auch raten, eine Zeit für die Eltern, für die Mutter, für den Vater auch alleine gibt, wo man eben auch doch ein Stück weit auch wieder Kraft tanken kann und den Akku auch wieder aufladen kann. Damit tun sie sich was Gutes. Viele Eltern, die bei mir sind, die sagen, ich kann doch mich um mich selber kümmern. Ich habe so viel zu tun, meinen Kindern geht schlecht. Also ich stelle mich wirklich ganz hinten an. Und da würde ich sagen, andersrum. Kümmern Sie sich genauso um sich, weil wenn es Ihnen gut geht, dann geht es auch Ihren Kindern gut. Und Sie kennen vielleicht vom Flugzeug, sind vielleicht schon lange nicht mehr geflogen, aber Sie kennen das noch,
Da gibt es ja am Anfang bei den Sicherheitsmaßnahmen dieses Bild, dass bei der Sauerstoffversorgung man immer erst sich die Sauerstoffmaske anlegt und dann dem Kind. Und im Prinzip ist es hier genau das Gleiche. Man muss auch sich um sich kümmern, damit eben genügend Energie da ist. Gute Konfliktlösestrategien sind wichtig. Auch da helfen solche Apps und Achtsamkeits-Apps. Dazu finden Sie auch was bei Headspace. Dass bevor ich eben ausraste, kann mal bis 5 zählen eine Atemachtsamkeitsübung sehr hilfreich sein, dass man nicht gleich wieder in den nächsten Clinch oder in die nächste Auseinandersetzung reinschlittert. Und sind Sie nachsichtig mit sich. Also Familien, die in Quarantäne sind, ich habe so eine Hochachtung, wenn man das schaffen will. Das kann gar nicht alles immer reibungslos sein. Also sind Sie auch nachsichtig mit sich selber, wenn eben dann doch die Emotionen mal hochkommen, wenn man auch nicht immer alles gut klappt. Entschuldigen Sie sich, vielleicht muss man sich auch mal bei dem anderen entschuldigen, aber sind Sie nachsichtig mit sich und den anderen in der Familie. Ich glaube, jeder versucht das Beste auch zu machen. Man findet bessere Lösungen, wenn man eine Pause macht. Man kann auch besser mit Gefühlen, negativen Gefühlen umgehen, wenn man eine Pause macht, einfach rausgehen. Auch das zeigen viele Studien, dass Sport und Natur wirkt sich einfach positiv auf unsere Stimmung aus. Man ist nachher kreativer, entspannter, Stresssystem ist runtergefahren. Und wenn Sie nicht immer rausgehen können, ich finde, es gibt hier wirklich, ich werde jetzt hier keine viele Beispiele bringen, aber es gibt zum Beispiel mobilesport.ch Angebote. Loop It ist auch, wo Übungen, Bewegung vorgemacht wird. Also auch für Eltern, die vielleicht nicht so lange Anweisungen lesen können. Da wird es gemacht und gezeigt. Einfach eben aktiv bleiben, etwas tun. Und Sport und Bewegung ist gerade im Stress wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das ist eine Abbildung, die in unserem Covid-19-Buch auch abgebildet ist und jetzt schon auch die Zusammenfassung so ein bisschen von meinen Ausführungen ist. Wir haben über Resilienz gesprochen und meine Schlussfolgerung, das haben Sie schon gehört, ist eben, ein Kind leidet weniger, wenn seine Eltern gut mit der Krise umgehen. Wenn wir über Resilienz und Resilienzfaktoren sprechen, dann geht es um die Resilienzfaktoren auf Seite des Kindes, aber es geht immer auch um die Resilienzfaktoren auf der Seite der Eltern, der Lehrer, der Personen, die mit unseren Kindern eben auch zu tun haben. Es sind immer beide Seiten, an die wir denken müssen und die wir eben auch stärken müssen. Und klar, bei Kindern, die schon mit einem bestimmten Risiko auf die Welt kommen, die beispielsweise eine psychische Auffälligkeit haben, ADHS, ist es natürlich noch mal viel schwieriger. Das sind auch die Kinder, die in der Krise natürlich oder unter dem Lockdown oder Quarantäne natürlich noch viel mehr leiden, wie Kinder, die erstmal ohne so einer biologischen Vulnerabilität auf die Welt kommen. Was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wir können viel über Resilienz sprechen, aber es ist natürlich auch davon abhängig, in welchem sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Umfeld die Familie ist. Eine Familie, die in ganz begrenztem Wohnraum ist, die kann auch ihre Resilienz natürlich nicht so gut ausbauen und stärken wie eine Familie, die auch in den Garten gehen kann und viel mehr Möglichkeiten hat. Eine Familie, die sich keine Sorgen machen muss, ob sie in 2 Monaten auch noch arbeiten kann und Geld verdienen kann. Also es sind nicht nur Sie als Eltern und als Fachpersonen gefragt. Es ist nicht nur die Resilienz der Kinder zu fördern, sondern natürlich ist es auch wichtig, dass die Politik aktiv wird und Rahmenbedingungen so gestaltet, dass unsere Kinder auch gut versorgt werden und vor allem auch die Kinder, die eben vor allem in belasteteren Familien leben, die nicht so gute Bedingungen haben. Da spielt dann eben die Gesellschaft und die Politik eine große oder eine wichtige, bedeutende Rolle. Ja, ich komme zu meiner letzten Folie und zur Take-Home-Message vielleicht ein bisschen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Also eine Frage, die Sie sicherlich beschäftigt, ist, wie vermittle ich jetzt auch meinen Kindern Resilienz? Und vielleicht noch mal ein paar Punkte, die mir eben auch wichtig sind. Eine gute Problemlösestrategie, ein guter Umgang mit Krisen, guter Umgang mit Belastung, Angst. Das liegt bei Ihnen. Wie gehen Sie mit dieser Krise um? Was haben Sie für Kompetenzen?
was leben sie auch vor, also ein Stück weit die Vorbildfunktion. Sie können die negativen Gefühle oder auch die Angst und Verunsicherung, die wir alle immer wieder haben, die gehört ein Stück weit zur Krise dazu. Das ist so, sonst wären wir auch keine Menschen, wenn wir nicht so reagieren würden. Aber es ist hilfreich, sich dann da auch immer wieder zu verankern, beispielsweise diese Inseln der Aufmerksamkeit, Ruhe für sich zu schaffen. Denken Sie an dich und sich und sorgen Sie gut für sich, auch als Eltern, auch als Fachpersonen, auch als Lehrer. Es ist entscheidend wichtig, dass Sie da genauso auch an sich denken. Also tun Sie etwas für Ihr Wohlbefinden. Es sind Ihre Kinder, die sicherlich davon profitieren, weil die Stabilität, die Sie da aufbauen, das ist ja das, was die Kinder sicherlich auch spüren werden. Und für mich ist noch, was vielleicht hilfreich sein können, das ist so vielleicht immer der letzte Gedanke, den ich habe, denken Sie vielleicht daran, wie sollen wir oder wie sollen denn auch die Kinder beispielsweise in 10 Jahren an diese Corona-Krise auch denken? Was nehmen Sie denn mit? Also denken wir später mal daran, ja, das war auch eine Zeit, wo Hilfsbereitschaft extrem groß war. Eine Zeit, wo Menschen sich unterstützt haben, anderen Nachbarn geholfen haben, einkaufen gegangen sind, wo Leute auf den Balkon gegangen sind, gesungen haben, sich auf diese Weise auch sozial vernetzt haben. Nehmen wir auch was Gutes, was Positives mit? Oder sollen die Kinder eben nur an etwas denken, an den ganzen Stress, an die ganze Belastung, an die ganzen Krisen in der Familie? Also was nehmen sie mit? Und dann kann man vielleicht mal, wenn wir diese Zukunftsperspektive haben, sich auch noch mal ein bisschen so darauf einstellen, okay, was ist mir denn jetzt wirklich wichtig? Und vielleicht kann man dann auch mal irgendwie etwas bisschen weniger wichtig nehmen und sagen, okay, das stelle ich jetzt mal so auch ein bisschen zurück. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich Ihnen einfach auch, dass Sie diese Resilienzfaktoren für sich auch stärken können, dass Sie Ihren Kindern weitergehen und Sie eben auch alle gut durch die Krise kommen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt geht es praktisch um Ihre Fragen und was Sie beschäftigt. Und wie gesagt, die Kinder dürfen auch gerne Fragen stellen, die so lange dabei geblieben sind. Ja, vielen Dank, Christina, für den spannenden Vortrag. Ich glaube, wir alle nehmen etwas oder auch vieles mit an Ratschlägen, wie wir unsere Resilienz stärken, damit wir besser umgehen können mit herausfordernden Situationen, wie wir sie auch jetzt erleben, natürlich unter der Covid-Pandemie. Wir haben, oder wir würden Sie gerne einladen, im Chat Ihre Fragen zu stellen. Es sind schon auch Fragen eingegangen. Wir haben im Vorfeld auch schon ein paar Fragen gesammelt. Und dann würde ich vielleicht gerade mit der ersten Frage starten. Eine Mutter berichtet uns, dass sie in letzter Zeit dünnhütiger ist und den Kindern gegenüber schneller gereizt reagieren. Und Ihre Frage ist, was kann sie dagegen machen? Was hilft, dass das eben wieder besser wird? Ja, also ich habe das auch schon gehört, dass das so eine Frage ist. Und dann viele Eltern haben dann auch so ein schlechtes Gewissen. Ich darf doch das auch meinen Kindern gar nicht zeigen, dass ich so dünnhäutig bin und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kindern auch eine Erklärung zu liefern, warum er auch belastet ist. Ich würde den Kindern also erstmal auch auf alle Fälle immer die Corona erklären, was wir wissen und auch dann erklären, weißt du, ich mache mir da auch manchmal Sorgen darüber. Das ist so, aber wir können auch etwas tun. Also nicht die Emotionen irgendwie verstecken, weil die Kinder lernen ja auch, wie geht man denn mit Emotionen um? Die gehören zum Leben dazu. Also man muss negative Emotionen nicht immer wegnehmen. Manche Eltern, man muss auch als Eltern lernen, es auch auszuhalten, dass auch Kinder mal unglücklich sind, dass sie vielleicht mal Angst haben, dass irgendwie was nicht so gut läuft. Also es ist so, man gibt ja ein Kind nicht immer einen Schokoladenkeks, wenn es traurig ist, damit es nicht mehr traurig ist. Sondern Kinder sollen ja lernen, die Traurigkeit geht vorbei. Ich brauche nicht immer diesen Schokoladenkeks. Emotionen sind ja nicht immer da. Und als Eltern ist man auch ein Vorbild. Man sagt, okay, weißt du, jetzt mache ich mir auch gerade mal ein bisschen Sorgen, aber du, in 5 Minuten ist es wieder weg. Lass uns mal irgendwie was Gemeinsames machen. Komm, jetzt gehen wir in den Wald spazieren. Du wirst sehen, nachher ist es wieder besser. Damit lernt das Kind ja auch, man kann was tun, wenn man verunsichert ist.
Also Eltern müssen es nicht immer verstecken. Wichtiger für die Kinder ist es vielmehr zu sagen, okay, Mama macht sich auch mal Sorgen, aber sie weiß, was man machen kann, wenn man so drauf ist. Ja? Dann würde ich jetzt mit der nächsten Frage im Chat weitermachen von der Leiterin der sozial-traumapädagogischen Familienbegleitung. Sie hat gestellt, wie können wir Kinder und Jugendliche unterstützen, ihre Opferrolle zu verlassen? Das war Bezug auf die PowerPoint-Präsentation auf Seite 23. Wenn sie durch viele potenzielle traumatische Erlebnisse sich mit ihren Opferrollen so stark identifiziert haben, dass sie sich gegen Interventionen der Selbstwirksamkeit und der Ich-Stärkung sehr wehren. Mhm. Welche Kompetenzen müssen Sie erlernen, um die Opferrolle überhaupt verlassen zu können? Also mehrere Fragen dazu. Genau, also das ist das auch, was ich ja auch aus meiner klinischen Erfahrung kenne, dass viele Jugendliche, wir machen ja dieses Start-Now-Training, wir machen das auch in der Jugendhilfe, da sind sehr, sehr viele Kinder, die auch sehr traumatisiert sind und die sagen genau das, ich bin ja nicht schuld. Also dass es bei mir in der Schule nicht klappt, das liegt ja nicht an mir. Das liegt daran, dass ich mein ganzes Leben lang immer die die Arschkarte gezogen habe. Daran liegt es. So sprechen die mit mir. Und dann sage ich, ja, stimmt, du hast nicht so gute Bedingungen. Du bist aber jetzt 17 Jahre alt, ja. Und du kannst dabei bleiben. Oder ich spreche dann oft mit Bildern. Ich sage, okay, also ist jetzt denn dein Film schon geschrieben? Ist dein Film, dein Lebensfilm schon geschrieben, bis du 80 bist? Oder willst du denn jetzt noch deinen eigenen Film irgendwie schreiben? Also ihnen da zu sagen, du hast es, ist aber an dir. Ich kann dich nicht überzeugen und überreden, dass du aktiv wirst. Das musst du entscheiden. Also dass ich die Verantwortung zurückgebe. Wir haben dann verschiedene Übungen oder machen auch Spiele. Oft ist es auch hilfreich, dass wir andere Beispiele bringen von anderen Vorbildern, die es geschafft haben. Aus dem Start Now zeigen wir zum Beispiel so ein Song vom Kurdo. Das ist so ein Rapper. Ich kannte den nicht, aber Jugendliche kennen alle den Kurdo. Und der hatte ein total ganz schlimmes Leben. Und am Schluss von diesem Videoclip fährt er dann im dicken Auto vor und hat es dann eben geschafft. Weil er gesagt hat, Erfolg besteht aus Treppen, also in diesem Rapper-Song, man muss halt Schritt für Schritt dran gehen. Manchmal ist es hilfreich, sich so Vorbilder auch zu holen, wie es andere geschafft haben. Weil ich bin für die Jugendlichen nicht mehr so überzeugend. Also das habe ich auch gemerkt, es ist hilfreich. Und was aber sehr hilfreich ist, ist eben auch, dass ich nicht versuche, sie zu überzeugen und zu überreden. Das funktioniert nicht, sozusagen. Sondern immer zu sagen, du hast die Entscheidung und die Wahlmöglichkeit. Ich verstehe dich, dass du frustriert bist, ganz klar. Aber jetzt bist du 17 und stell dir mal vor, du wirst 87 Jahre alt, 97 Jahre alt. Das hast du jetzt doch in der Hand. Ja, so, in die Richtung. Und wir haben dann noch so andere Übungen in unserem Training, wie wir da irgendwie versuchen hinzukommen. Aber nicht mit Reden. Die nächste Frage beschäftigt sicher viele Eltern. Wie streng soll man mit der Bildschirmzeit in der Pandemie umgehen? Einerseits ist es die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Freunden. Aber es besteht ja auch Gefahr, dass es zu einer Sucht sich könnte entwickeln. Das zeigen ja schon auch die Studien, dass der Medienkonsum extrem gestiegen ist. Ist er. Und das kann natürlich ja schon auch negativ sein, vor allem wenn man absolut alles freilässt. Aber die Studien haben auch gezeigt, dass die Gefahr besonders groß ist bei benachteiligten Familien, sozusagen, also sozial schwächeren Familien. Da ist der Einfluss ungünstiger. Und ich glaube, also Jugendliche sind anders wie wir. Wir gehen vielleicht nochmal auch eher aufs Telefon oder so, aber Jugendliche treffen sich im sozialen Netz. Und das ist die Möglichkeit, wie sie sich jetzt treffen können. Und ich habe das ja gesagt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen das Auge drauf halten, man muss aber auch ein bisschen nachsichtiger sein, dass das jetzt mehr ist. Also Jugendliche sind im Moment, das ist die einzige Möglichkeit, wie sie sich auch in der Zeit des Lockdowns eben auch noch treffen konnten. Ich würde empfehlen, gemeinsam das zu nutzen. Also man kann ja auch zum Beispiel diese eine App, die ich gezeigt habe, oder die ganze Familie könnte sich ein Sportprogramm runterladen und vor dem Bildschirm irgendwie was zusammen machen. Ja? Also da nochmal ermutigen, nützen Sie es doch gemeinsam sozusagen. Ja, lassen Sie sich mal zeigen, wie die Jugendlichen hier einfach im Netz unterwegs sind. Viele Eltern wissen das gar nicht. Lockdown, viele Eltern haben gesagt, ich habe meine Kinder jetzt mal viel besser kennengelernt. Ich weiß jetzt, was die so machen.
Und das kann auch für die Medien ja zutreffen, dass man sich mal gemeinsam auf den Weg macht, wo sind die eigentlich unterwegs und sich das zeigen lässt. Das ist sehr positive Wertschätzung, werden die Kinder und Jugendlichen schätzen. Eine Schulsozialarbeiterin und eine Mutter fragt, welche Erfahrungen sie haben, wie sich Masken bei Jugendlichen und Kindern auswirken, weil man nicht mehr das ganze Gesicht sieht. Und gerade auch bei Jugendlichen, weil das ja ganz wichtig ist, die sind ja sich am selber finden und eher unsicher. Und was könnte da helfen, dass sie vielleicht auch, weil sie es gegenüber nicht mehr ganz lesen können und nicht mehr ganz die Emotionen vielleicht alle sehen können, ja, was sie da für Erfahrungen gemacht haben? Also da gibt es ja noch keine Untersuchungen. Interessanterweise machen jetzt meine Masterstudenten eine Studie, wie gut man Emotionen erkennen kann, wenn man immer so eine Maske hat, weil das ist viel schwieriger. Also Emotionen erkennen kann ich ja nur im Ganzen, viel besser im ganzen Gesicht mit dem Mund. Viel schwieriger mit Augen. Aber das werden die jetzt auch noch ein bisschen untersuchen, wie schwierig das auch ist. Und das ist, glaube ich, bin ja auch in der Tagesklinik, da haben wir ja Vorschulkinder und Primarschulkinder. Und für die, wo lernen denn Kinder Emotionen? Die lernen Emotionen erkennen, beurteilen und regulieren immer im Gesicht von anderen. Und das fällt weg. Das wird einen ungünstigen, also ich glaube, das hat einen Effekt, dass wir die Gesichter nicht mehr sehen. Ja, und deswegen mache ich auch manche Sachen gern im Zoom. Ich könnte nicht jetzt einen Vortrag halten, wenn ich da eine Maske hätte. Das wäre mir auch dann zu anstrengend, so lang zu reden. Aber ob es wirklich so ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe auch zum Beispiel in Ländern, wo Frauen eben auch verhüllt sind, die können hervorragend flirten, die können das viel besser mit den Augen als wahrscheinlich wir, weil die viel mehr Emotionen auch mit den Augen ausdrücken, sozusagen. Also ich glaube, es ist eine Herausforderung, es ist schwierig, aber ich bin davon überzeugt, Menschen passen sich an, die adaptieren, sozusagen, die sind anpassungsfähig. Eine Mutter schreibt, sie sei grundsätzlich ein ziemlich vorsichtiger, eher ängstlicher Mensch, was durch Corona stark zugenommen hat. Früher hat sie mit den Ängsten vor den Kindern, ihre Angst vor den Kindern können verbergen, was jetzt aber nicht mehr möglich ist. Und dadurch auch die Angst, Moment mal. Die Angst, dass auch Kinder, genau, ihre Angst ist, dass auch Kinder durch das ängstlicher werden und wie sie da umgehen können. Also ich glaube, wenn man durch die Tipps, die ich jetzt so genannt habe, wenn die nicht ausreichend sind, das kann ja sein, dann würde ich mir schon auch professionelle Hilfe holen, sozusagen. Das würde ich machen. Also das kann man ja selber gut beurteilen. Also man kann mal sich so eine App runterladen, man kann für sich selber gut sorgen, aber wenn es nicht ausreichend ist, dann würde ich mir schon Unterstützung holen und professionelle Hilfe. Und da ist die Mutter kein Einzelfall. Also wir kriegen viel mehr Anmeldungen, sowohl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Anfragen sind gestiegen und ich glaube, in der Erwachsenenpsychiatrie ist das auch so. Das ist auch, da muss man sich überhaupt nicht, das ist verständlich, in Anbetracht von so einer Krise und so einer Belastung, dass man sich Sorgen macht und Ängste hat. Und da darf man sich auch Hilfe holen. Ich habe noch übers Mail von einem Vater eine Mail bekommen, eben wie kann man derzeit Jugendliche unterstützen, wohin können sie sich wenden, wenn es ihnen nicht mehr so gut geht und wir als Eltern eben keine Unterstützung in dem Sinne bieten können, also am Ende sind mit unserem Latein. Ja, also es gibt im Netz ganz viel Unterstützung. Eine Seite habe ich gefunden, die heißt Ich und Du oder Corona Ich und Du. Das sind für Jugendliche wunderschöne Tipps drin. Also eigentlich das, was ich jetzt so erzählt habe, geht es in die gleiche Richtung, weil wir wissen ja, was wirkt. Ich glaube, Basel Stadt, Basel Land hat auch auf ihren Seiten Gesundheitsdepartement gute Tipps auch drauf für Jugendliche, wo man sich Unterstützung holen kann, die jetzt halt präventiv auf dem niederschwelligen Angebot sind, sozusagen. Ja, es wird nach Ostern in den Sekundarschulen so ein Angebot geben, wo das, was ich jetzt mache, wir auch für Jugendliche machen.
Also da werde ich und Mitarbeiter von mir wird da auch so eine Veranstaltung anbieten, wo ich hoffe, dass das sehr genutzt wird, ja, und Jugendliche zuschalten. Und wenn großer Bedarf ist, ist auch die Überlegung, dass wir vielleicht auch für Jugendliche so Online-Gruppen anbieten werden, dass sie auch sehr niederschwellig ihre Fragen stellen können. Einfach darüber zu reden, kann ja auch schon sehr entlastend sein. Also es ist Beratungsstellen, die Farbe in Basel, sehr viele Stellen, wo sie ihre Kinder und Jugendlichen auch hinschicken können und Kinder- und Jugendpsychiatrie, Beratungsstellen, die natürlich da sind. Ich glaube, es sind viele jetzt gefragt und ich würde mich nicht scheuen, auch mal die Kinder oder Jugendlichen, wenn die Belastung zu lange ist oder zu intensiv, sie an diese Stellen zu schicken. Lehrerin fragt, was für eine Rolle die Lehrpersonen in der Unterstützung von Resilienz könnte übernehmen. Also das, was ich zu Eltern gesagt habe, trifft 1:1, glaube ich, für die Lehrer auch zu. Und ich glaube, Lehrer und Erzieher sind in einer unglaublich herausfordernden Situation. Also ich glaube, jeder ist ja mal mit einer großen Begeisterung Lehrer geworden, Lehrerin geworden, Erzieherin geworden. Und die haben ja jetzt auch alle mit Verunsicherung zu kämpfen. Ich arbeite mit meinen Kindern, keine Maske. Man ist vorsichtig gegenüber denen auf einmal, oh, darfst du auf meinen Schoß oder stecke ich mich dann an? Alles total verständliche Reaktionen. Aber das ist natürlich ja ganz anders, als es noch vor einem Jahr war. Also die Belastung, glaube ich, ist einerseits für die Lehrer groß. Also Lehrer müssen auch was für ihre Resilienz tun, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und alles, also Selbstwirksamkeit bei Kindern zu stärken, ich glaube, da sind die Lehrer ganz, ganz, ganz wichtige Personen, die das machen können. Die bringen ihnen lösungsorientiertes Denken bei, sie bringen ihnen problemlösungsorientiertes Denken bei. Alles das passiert in der Schule. In der Schule und in der Kindergarten wird ja viel mehr gemacht, als sie nur Mathe vermittelt. Also da geht es ja genau um diese Faktoren. Ja. Dann gibt es eine Frage von einer Kita-Mitarbeiterin. Bei der Arbeit in einer Kita ist man den ganzen Tag mit Corona konfrontiert, einmal durch das Tragen der Maske und zum anderen, weil bestimmte Abläufe wie das Essen mit Kindern nicht mehr möglich ist. Sie haben vorhin erklärt, dass es gut ist, wenn man sich Zeitfenster schafft, in denen man nicht an Corona denkt, beziehungsweise das Denken daran auf einen bestimmten Zeitpunkt begrenzen soll. Haben Sie mir einen Tipp, wie man das im Kita-Alltag schaffen kann? Genau, also ich glaube, man könnte sagen, also wenn ich immer die Maske trage, dann denke ich doch immer an Corona. Das könnte sein, aber wenn das so ist, dann bin ich ja immer bei Corona. Also die Frage ist, wie kann ich denn meine Aufmerksamkeit trotzdem auf schöne Sachen lenken? Und ich würde, wenn ich da große Schwierigkeiten habe und dazu neige, nur noch das Negative zu sehen, dann würde ich diesen Trick anwenden, zu sagen, okay, ich muss während der Arbeit irgendwie 3 Sachen, die mir heute auffallen, die besonders schön sind. Dass ich wirklich wieder versuche, den Fokus ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen, obwohl ich die Maske auf habe, obwohl es sehr anstrengend ist. Die Tage sind viel anstrengender als früher. Das ist Tatsache. Das würde ich auch nicht wegreden wollen. Es ist für jeden Lehrer, jeden Erzieher, für alle Eltern jetzt viel anstrengender als vorher. Aber was mich ein bisschen rausretten kann, dass ich diese Sicht auf die positiven Dinge, die trotzdem noch da sind, Kinder lachen, Kinder haben Spaß, ich habe Freude, weil ich den blauen Himmel sehe, weil ich irgendwas Schönes erlebe, das ist ja trotzdem noch da, obwohl es viel anstrengender ist als früher. Und die muss ich eigentlich einfach versuchen, trotz allem, trotz dem ganzen Stress noch wahrzunehmen. Manchmal brauche ich da eine Übungen oder irgendwie, wie ich mein Gehirn überliste. Und überlisten kann sein, dass ich versuche, mit dem Handy das aufzunehmen, weil dann weiß ich, ich muss dran denken. Gestalten Sie ein Positiv-Tagebuch. Gestalten Sie ein Buch, positive Seiten von Corona im April. Was sehe ich im April Positives? Trotz allem, trotz dem ganzen Stress. Das kann helfen. Nicht, aber kann helfen. Es ist zumindest ein Experiment oder ein Versuch wert. Eine Frage von einer Mutter. Die Mutter berichtet, dass die Leistungen von ihrem Sohn in der Primarschule schlechter geworden sind. Er schreibt schlechte Noten, ist daheim oft gereizt, zieht sich zurück. Vor der Pandemie war er ein sehr aktives und aufgestelltes Kind gewesen.
Mutter macht sich große Sorgen und weiß nicht, wie weiter. Ja, also das beobachten wir ja. Das ist genau die Zunahme von dieser Gereiztheit oder ein bisschen auch so regressives Verhalten, wieder irgendwie sich einigeln, viel jammern. Das ist genau das, was wir wirklich auch bei Kindern und Jugendlichen sehr, sehr, sehr beobachten. Also klar, auch Verständnis haben, dass das Kind auch so reagiert. Es kann auch sein, dass es vorübergehend ist. Vielleicht auch gemeinsam die Sachen, die ich so ein bisschen besprochen habe, mit dem Kind zusammenzumachen, wirklich schöne Zeiten zu verbringen, sich auch mit dem Kind zusammen zu sagen, ich sehe, es geht dir nicht gut. Was können wir jeden Tag irgendwie auch trotzdem schön gemeinsam, einfach schöne Zeit zu haben? Das kann positiv sein. Wenn es aber wirklich ganz lange ist und sich nicht verbessert, dann würde ich vielleicht auch wirklich in eine Beratungsstelle gehen, zum Psychologen, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber ich glaube, dass die Mama auch einiges machen kann. Der erste Schritt ist, auch wirklich positive Zeiten in diesem Tag, der auf einmal so anders ist, mit dem Kind zusammen Sport machen, auf gute Ernährung achten, dass das Kind trotzdem auch ausreichend schläft, also die Basics auch versuchen zu realisieren. Dann gibt es noch von der Mutter, ich bin grundsätzlich ein vorsichtiger, ängstlicher Mensch, was durch Corona stark zugenommen hat. Früher konnte ich meine Ängste vor meinen Kindern verbergen. Nun habe ich Angst, dass sie durch meine Ängste noch ängstlicher werden, nehmen meine Kinder dadurch Schaden. Das war vorhin schon mal so ein bisschen ähnlich, aber jetzt spezifisch auf Ängste halt nochmal. Genau, aber ich glaube, es war fast so, ging eigentlich ganz in die gleiche Richtung irgendwie sozusagen, dass wenn die Ängste ganz, ganz stark sind, man sich natürlich auch Hilfe holen kann oder auch Hilfe holen sollte. Aber das Allerwichtigste ist auch mal wirklich zu sagen, okay, Ängste gehören dazu, genauso wie Traurigkeit, genauso wie Ärger, Wut. Das ist unser Leben, das sind die Wellen, die zum Meer dazugehören, genauso wie alle Emotionen. Das ist okay, Emotionen sind einfach okay. Aber was kann ich dagegen tun? Dann ist noch ein Hinweis, das ist nicht eine Frage, sondern ein Hinweis. Da schreibt er, dass wenn es mal so weit ist, dass man merkt, man kann den Eltern nicht mehr weiterhelfen, das Kind braucht unbedingt professionelle Hilfe, ist schon viel Zeit verstrichen. Dann wünscht man sich, dass gerade bei den UPK oder auch bei den privaten Psychologinnen, Psychologen, Psychiaterinnen, Psychiater so schnell wie möglich ein Termin für das Kind kann vereinbart werden. Und die persönliche Erfahrung von der Person, die schreibt, ist, dass die Wartezeiten sehr lang sind, zum Teil mehrere Wochen bis mehrere Monate. Kinder- und Jugendpsychiater sind zum Teil total ausgebucht. Und die Frage ist natürlich, was gibt es da für allenfalls Übergangslösungen in dieser angespannten Situation? Also wie gesagt, es ist ja vom Gesundheitsdepartement jetzt wirklich auch nochmal Unterstützung gesprochen worden. Also wir kriegen zum Beispiel eine zusätzliche Stelle auch. Also man hat den Bedarf erkannt und man tut dann auch was. Wir haben jetzt auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit der Farbe zusammen zum Beispiel ein Gruppenangebot, wo man noch auch Jugendliche aufnehmen kann. Also das ist wirklich auch die Verantwortlichen reagieren, was ich sehr, sehr positiv finde. Also das ist auch wichtig, glaube ich, weil psychische Probleme werden schon auch ein Stück weit zunehmen. Ich glaube, die können auch wieder verschwinden, aber jetzt ist ein erhöhter Bedarf und man versucht dem schon Folge, dem irgendwie gerecht zu werden durch zusätzliche Stellen, durch zusätzliche Angebote. Und wie gesagt, auch jetzt in den Schulen, auch dort gibt es Schulpsychologen, dort gibt es Schulsozialarbeiter, die aktiv sind, wo sich Jugendliche auch das Angebot auch nützen können, dort mal auch wirklich mit den Betreffenden zu reden, zu sprechen. Die fördern ja auch die Resilienz und diese Faktoren. Und unser Angebot jetzt halt von nach Ostern, wo wir dann eben auch sowas, was ich jetzt gemacht habe, auch an den Schulen anbieten werden. Und vielleicht entwickelt sich daraus auch noch etwas. Also ich glaube, die Politik hat schon das erkannt, dass es da vielleicht gerade jetzt mehr braucht. Da ist noch parento.ch, stand jetzt im Chat noch irgendeine App, die noch jemand darauf hinweisen wollte. Mhm. Genau, und im Netz finden sich natürlich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die auch helfen können. Ja. Parento, also vielleicht kann es jemand vorlesen vom Chat, was da gerade noch kam. Genau, also da steht eben www.parento.ch, App ist für Eltern auch hilfreich. Und was wir eben den Jugendlichen oder Eltern von eben
Jugendlichen immer raten, ist einfach wirklich die 147, weil sie 365 Tage, 24 Stunden parat sind. Sie können WhatsAppen, chatten, mit jemand länger auch kommunizieren. Und da ist einfach immer jemand erreichbar, wenn man in der Not ist. Und ich finde, das ist immer ganz gut. Und die Kinderseele Schweiz macht es ja auch ein Stück weit. Ja. Aber dann würde ich jetzt gerade so eben mich ganz, ganz herzlich für Ihren tollen und interessanten Input und Vortrag bedanken und auch für das Beantworten aller Zuschauerfragen aus dem Live-Chat und auf den E-Mails, die wir vorher erreicht haben. Und auch vielen Dank für Ihr Interesse an den Bildschirmen für diese Online-Veranstaltung. Und ich wollte noch gern sagen, eben die heutige Veranstaltung gehört zu einer Veranstaltungsreihe der Koordinationsgruppe Angehöriger der Region Basel, wie der Herr Huck das auch am Anfang erwähnt hatte. Und die Koordinationsgruppe Angehöriger wurde 2019 im Zuge der Eröffnung der Anlaufstelle für Angehörige und Kinder psychisch kranker Menschen der Stiftung Rheinleben gegründet, um speziell einfach Themen von Angehörigen, auch von psychisch erkrankten Menschen, mehr in den Fokus zu nehmen, da diese oft im Versorgungssystem eines psychisch erkrankten Menschen oft untergehen. Und neben der Klinik der UPK, der PBL und den Gesundheitsdepartementen von Basel Stadt und Basel Land gehört noch eine Angehörige und eben die Anlaufstelle der Stiftung Rheinleben zu dieser Koordinationsgruppe. Und vor der heutigen Veranstaltung waren eigentlich zwei Veranstaltungen für Angehörige im letzten Jahr Corona-bedingt verschoben worden. Und sobald es irgendwie möglich ist, wieder Veranstaltungen öffentlich mit Publikumsverkehr zu machen, würden wir gerne dazu einladen und die beiden Veranstaltungen nachholen. Das eine war Pharmakotherapie, Wirkung und Nebenwirkung. Und das andere ist Verantwortung, Schuld und Scham, Umgang mit schwierigen Gefühlen als Angehöriger von psychisch erkrankten Menschen, was sehr, sehr schwierige Themen auch sind. Und toll ist einfach, das sind kostenlose Veranstaltungen. Sie finden jeweils wie heute auch mit einem Experten statt. Immer im Anschluss daran kann man eigentlich seine eigenen Fragen im offenen Austausch persönlich dem Experten stellen. Und das soll dann auch bei einem lockeren Apéro eigentlich möglich sein. Und auch dann auch noch ältere Angehörige vielleicht ansprechen, die eben nicht so gewandert sind mit Zoom. Deswegen würden wir da mit den Sachen dann auch wieder warten, dass es dann persönlich möglich ist. Und Sie können dafür gerne eben auf die UPK-Seite, die PBL-Seite vom GD Basel-Stadt, Basel-Land und von Stiftung Rheinleben auf die Webseiten schauen. Dort werden wir die Sachen bewerben. Und wenn Sie nach dem Vortrag immer noch Fragen und Anliegen haben, können auch wir von der Anlaufstelle der Stiftung Rheinleben unter www.rheinleben.ch gerne dort so eine Beratung mit Ihnen aufnehmen. Also ich leite die Anlaufstelle mit Frau Barbara Ganz seit 2018. Und das immer eigentlich in vertraulicher Beratung zu Anliegen und Fragen und Problemen und Bedürfnissen von Angehörigen. Sie erhalten dort Wissensvermittlung über psychiatrische Krankheitsbilder, auch Therapieangebote und erfahrungsbasierte Empfehlungen im Umgang mit dem erkrankten Familienmitglied. Kinder und Jugendliche vermitteln wir auch gern das Wissen und das Krankheitsverständnis dann auch kindgerecht mit Literatur, Spielen etc. Und es soll einfach die Lebensqualität von Angehörigen, auch eben Eltern, vielleicht auch mit schwierigeren Kindern, die einfach Probleme vielleicht im Alltag haben, mehr Sicherheit im Umgang mit Betroffenen geben. Und das Bewusstsein, dass man sich Unterstützung holen darf, was oft Angehörige eben nicht machen. Und neben der Prävention vermitteln wir oft gern zu langfristigen Angeboten, auch zur FABE, was alles vorhin schon genannt worden ist. Und auch wenn man jetzt noch eine Frage hat, kann man da einfach mal anrufen und sich Fachberatung holen, auch als Lehrer, als Schulsozialarbeiter, als Heilpädagoge, als Kita-Leitung etc. Einfach immer mit dem Thema Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. Und eben die Beratung ist immer kostenlos für Basel-Stadt und Basel-Land wohnhafte Menschen und ist ein unabhängiges Angebot von der Psychiatrie, auch unabhängig, einfach zentral in der Stadt an der Klarastraße 6. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen eigentlich auch einen schönen Frühlingsanfang zu wünschen, der ja bald naht. Und dass die wärmeren Tage uns alle wieder mehr Freiheiten und Erleichterungen in der Corona-Zeit bringen werden. Und eben vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und das Zuhören und auch im Namen der ganzen Koordinationsgruppe von Angehörigen eben und einen schönen restlichen Abend und herzlichen Dank und auf Wiedersehen, vielleicht zu einer nächsten Veranstaltung.